Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jade Empire. In der letzten Episode sind wir Meisterkämpfer der Bronzeklasse geworden und wollen jetzt mal den ersten Kampf in der Silberklasse annehmen. Jetzt, da ihr Meisterkämpfer der Bronzeklasse seid, steht euch die Silberklasse offen. Wie es scheint, hat die Schlange wohl indirekterdings dafür gesorgt, dass eure Laufbahn spannend bleibt. Okay, was heißt das? Nach eurem letzten Sieg hat man der regulären Kämpferliste einen Dämon hinzugefügt und da ihr euch gut geschlagen habt, werde ich euch gleich gegen ihn antreten lassen. Den gleichen Dämon schon wieder? Dies ist eine große Ehre für euch, doch es wird nicht einfach sein. Seid ihr bereit, das Monster zu besiegen? Okay. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Okay, was meinen Sie denn mit Dämon? Es gibt ja mehrere. Es gibt ja diesen, wisst ihr noch? Diesen, der so ein Pferdedämon? Wird der Dämon das Fleisch vom Knochen reißen? Oha! Oder erweist sich ein einsamer Krieger als stärker? Oh, diesen Tart. Das wissen wir ja noch. Wir haben ja schon ein paar von denen geschlagen. Ich erinnere mich noch an den einen Wächter. Ja, aber zum Glück. Wow! Der hat aber auch eine Reichweite. Das ist ja. So, nein, 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 hoch. Boah, habt ihr das gesehen? Aber wir hauen ihn jetzt einfach so weg. So, das ging ja relativ schnell. So viel dazu, dass es sehr herausfordernd wird. Aber vielleicht sind wir auch vom Level schon ganz relativ weit ein oben. Ein weiterer Dämon ist gefallen. Wir werden eine neue Klasse für euch ganz allein einrichten müssen, wenn das so weitergeht. Ja, vielleicht eine Diamantenklasse oder Master. Kailan, die Schlange, wünscht euch persönlich zu sprechen. Es ist eine seltene Ehre. Bemüht euch bitte, höflich zu sein. Okay. Man gestattet euch bereits Zugang zur Hinterkammer der Arena. Das Privatgemach der Schlange liegt gleich daneben. Geht am besten sofort und seht, was er möchte. Okay. Oh, und noch eins. Die Schlange wünscht, dass ihr allein kommt. Ich weiß, dass ihr meist in Begleitung erscheint, doch die muss leider diesmal draußen bleiben. Mhm. Schauen wir mal. Inquisitoren Hinrichter gewinnt die Silberklasse. Es scheint gar nicht so einfach zu sein, Mitglied der Hinrichter zu werden. Der Rekrutierer meinte, ihr müsstet zunächst einmal beweisen, dass ihr den Meistertitel der Silberklasse der kaiserlichen Arena gewinnen könntet, bevor er euch aufnehmen würde. Ja, jetzt sollen wir aber da hingehen. Ah, und Yukong. Und scheinbar ist das wirklich so. Yukong, den Vielseitigen, konnten wir... Ich habe, glaube ich, in den letzten Episoden immer Vielgesichtigen gesagt. Es tut mir leid. Es ist nicht Vielgesichtiger. Genau, reden wir mal mit Seidenfuchs. Ja, ich weiß eure Aufmerksamkeit zu schätzen. Aber ihr habt noch etwas zu erledigen. Der erste Schritt ist getan, um das Vertrauen der Lotus-Assassinen zu gewinnen. Doch ihr müsst die Sache weiterführen. Ja, wir sind ja schon dran. Der Hinrichter möchte Erfolge in der Arena sehen. Wenn ihr dort weit genug kommt, wird er bestimmt gerne empfehlen, euch zu rekrutieren. Mhm. Falls es euch lieber ist, könnt... Nee, das hatten wir alles schon. Ich... Okay. So, wir sollen jetzt in die hinteren Bereiche. Ist das jetzt hier, oder... Qui hätte euch sagen sollen, dass Kailan euch allein zu sprechen wünscht. Seid ihr bereit, hineinzugehen? Okay. Das ist ja beinahe traurig. Bin ich eine solche Bedrohung für Kailan die Schlange? Wie dem auch sei. Ich warte mit den anderen, falls ihr mich brauchen solltet. Okay. Ich habe ja das Gefühl, dass er irgendwas weiß. Oh, wer ist denn der Große da? Wir haben dringend eine Kleinigkeit zu bereden. Ihr seid mit dem dämonischen Diener hervorragend fertig geworden. Das war sicher für uns beide eine lohnende Erfahrung. Nehmt das hier als Zeichen meines Danks. Ihr seid noch ein junger Mann, aber ich weiß, dass ihr weise genug seid, um zu erkennen, dass meine Freundschaft Vorteile bietet. Oh Mann, schon wieder? Möglicherweise ergeben sich in näherer Zukunft gewisse Gelegenheiten, Vereinbarungen, die für uns beide einträglich sein können. Ach, immer diese Leute hier. Ist ja unglaublich. Wenn ihr vorschlagen wollt, dass ich betrügen oder Kämpfe absichtlich verlieren soll, dann muss ich ablehnen. Betrügen ist ein so nüchternes Wort. Ich betrachte mich lieber als einen kreativen Organisator. Wie die Brunnen, die das Wasser im Land verteilen. So verbreite ich Unterhaltung unter den Leuten. Ja, das haben wir ja gesehen. Diese Zeit ist eine interessante Zeit für eine Organisation, die man die Gilde nennt. Falls ihr uns nicht schon kanntet, hat Qui euch sicher von uns erzählt. Wir haben schon das eine oder andere gehört. Unsere Organisation betätigt sich in vielen Gebieten, von denen die meisten außerhalb des behördlichen Gesichtsfeldes dieses großen Kaiserreiches liegen.
Alles Verbrecher. Genau. Ihr seid ein Haufen Krimineller. Na, na. Wollen wir uns jetzt gegenseitig beschimpfen? Ein bisschen vielleicht, ja. Seht ihr, erst neulich ist in den oberen Rängen der Gilde ein Posten frei geworden. Ein Mann namens Gao der Große ist getötet worden und jetzt muss ein neuer Anführer gewählt werden. Okay. Ich habe vor, ihn zu ersetzen und ich brauche gute Leute, die mich dabei unterstützen. Wisst ihr eigentlich, dass ich Gao den Großen getötet habe? Ihr wollt tatsächlich, dass ich in die Fußstapfen eines Piratenfreundes und Sklavenhändlers mit einem arroganten Mistkerl von einem Sohn trete? Ach, wirklich? Eine interessante Behauptung, von der ich nicht weiß, ob ich sie glauben soll. Die Beschreibung der Person, die ihn ermordet hat, passt nicht auf euch. Aber sie war auch nicht besonders exakt. Aber das war nicht sehr weise, das zu verraten, glaube ich. Wenn ihr Gao getötet habt, dann schulde ich euch etwas. Betrachtet mein Zögern, euch den Lotus-Assassinen auszuliefern, als vollständige Tilgung dieser Schuld. Da wäre jedoch die Sache mit eurem Freund Wirbelwind. Ihr wisst sicherlich, dass er hier früher ein Kämpfer war und dass er die Arena verließ. Aber wisst ihr auch warum? Wissen wir das? Ich kann mich gar nicht entsinnen. Nein, um ehrlich zu sein, er verrät es mir nicht. Das ist mir ziemlich egal. Er ist nützlich und nur darauf kommt es an. Ich nehme an, der Bursche hat jemanden getötet, den er hätte am Leben lassen sollen. Das scheint seine Art zu sein. Wir alle haben eine Vergangenheit. Ich will ihm die seine nicht vorhalten. Wirbelwinds Vergangenheit ist eine sehr bewegte. Hat er euch nicht erzählt, dass er aus der Arena geworfen wurde? Doch, das hat er uns erzählt. Öffentliche zur Schaustellung von Unbeherrschtheit und Trunkenheit. Morddrohungen, übertriebene Gewalt, Sachbeschädigung und, ich glaube, mehrere Fälle von öffentlicher Defekation. Das klingt nach ihm. Das weiß ich alles schon längst. Mir passt er so, wie er ist. Wenn ihr ihm vertraut, dann seid ihr ein großer Narr. Schwarzer Wirbelwind ist zwar ein beeindruckender Kämpfer, aber man sollte ihm besser ausweichen, als sich ihm zu stellen. Wir konnten ihn nicht so kämpfen lassen, wie er war. Also ging er. Sein Bruder, rasender Ochse, blieb klugerweise hier und wurde schließlich Meisterkämpfer. Wisst ihr, ihr könntet diesen Punkt auch erreichen. Ja, das ist eine entfernte Möglichkeit. Wir schaffen das auf jeden Fall. Um selbst Meisterkämpfer zu werden, benötigt ihr meine Unterstützung. Das bedeutet, dass ihr und ich eng zusammenarbeiten werden. Ach, immer diese Leute, die einen immer manipulieren wollen. Ich möchte mit euch nichts zu schaffen haben, Schlange. Ihr bringt euch in eine gefährliche Lage, mein junger Freund. Es wäre bedauerlich, euren Aufstieg enden zu sehen. Ah, der wird jetzt bestimmt irgendwas versuchen. Seht ihr, was ist das für ein Lärm? Hey, ihr könnt nicht. Ah! Oh! Schwarzer Wirbelwind. Oh, doch, er kann. Er kann. Ah, er ist einfach klasse. Seid verdammt, Schlange! Ich werde euch auf der Stelle töten! Das werdet ihr nicht, Wirbelwind. Ihr werdet verschwinden, genau wie beim letzten Mal. Ich spüre, dass unsere höfliche Unterredung beendet ist, wie schon so viele andere in eurer deutlich riechbaren Anwesenheit. Man spricht sich wieder. Vielleicht. Wir werden uns doch nicht wiedersehen. Wir gehen jetzt. Wir müssen reden. Allein. Es ist wichtig. Okay. Wenn uns einer unserer Kameraden braucht, dann machen wir das natürlich. Aber wir halten natürlich zu ihm, das ist ja gar keine Frage. Ah, das sind jetzt wirklich die Innereien. Oh. Hört mal, ihr dürft Kailan nicht trauen. Ich weiß, er hat euch vermutlich die ganze Welt geboten oder allen Wein der Welt, wenn er ein echter Schlaufuchs ist, aber... Ja, sowas in der Art. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ihr euch nach dieser kleinen Darbietung hier einschleichen könnt, Wirbelwind. Schert euch weg, Co. Ich habe jemandem etwas wirklich Wichtiges zu sagen. Auch wenn man das von mir sonst nicht gewohnt ist. Aus eurem Mund wird nie etwas Wichtiges kommen, Hornochse. Ihr habt Kailan Schande gemacht. Und ich sorge dafür, dass so etwas kein zweites Mal geschieht. Darauf habe ich gewartet. Es ist Zeit, der Schlange den Schwanz abzuhacken. Okay, jetzt kämpfen die wirklich gegen uns. Seid ihr... Also, jetzt mal ganz ehrlich, soll das ein Witz sein? Ich meine, der würde uns schon allein wahrscheinlich nicht besiegen. Ja, dann zeig mal, was du kannst. Schwarzer Wirbelwind. Und nicht immer daneben hauen, mein Guter. Muss ich hier denn alles alleine machen?
Wow. Okay. Ah, stimmt, es gab ja noch diesen Flächenangriff, Leute. Das habe ich alles schon verdrängt. Das ganze Kampfsystem. Ah, der ist aber auch hartnäckig. Aber ich glaube, wir haben ihn trotzdem gleich. So. Wir haben ja, muss ich sagen, auch durch unsere ganzen Aufrüstungen haben wir ja kaum noch Fokuskosten. Deswegen können wir das Schwert jetzt auch so lange benutzen. Ich erinnere mich ja noch am Anfang, wo wir... Ja, jetzt hau ihn doch mal. Sehr gut. Wow. Er hat wie ein Monster gekämpft für so einen kleinen Kerl. Das stimmt. Geht es euch gut? Neben euch ist jeder klein. Da habt ihr recht. Aber der hier war gar nicht ohne. Ich mag es, wenn die Kerle zäh sind. Da kann man so schön seine Technik üben. Ach, schwarzer Bäumewind. Nicht das erste Mal, dass ich einen von Kailans Schlägern fertig gemacht habe, wisst ihr? Wirklich nicht. Wie meint ihr das? Ich hatte euch doch erzählt, dass ich in der Arena gekämpft habe. Ja. Damals war ich der Beste hier. Dann kam mein Bruder in die Stadt und fing auch in der Arena an. In der Arena war alles ganz ähnlich wie heute. Qi und Kailan waren da und Go, der Glückspilz, auch. Aber der war bloß ein kleiner Furz damals. Kämpft euer Bruder immer noch? Mein Bruder wurde Meisterkämpfer der Arena, der rasende Ochse. Sie sagen, er hat sich zur Ruhe gesetzt, aber das hat er nicht. Er ist tot. Ich weiß das, denn ich habe ihn selbst getötet. Deinen eigenen Bruder? Okay. Warum habt ihr ihn getötet? Rasender Ochse war einer von Kailans Männern. Naja, nicht immer. Kailan kam erst zu mir und als ich nicht wollte, da ist er zu meinem Bruder gegangen. Sobald der Ochse zu Kailan gehörte, kriegte ich nicht einen guten Kampf mehr. Der Ochse kämpfte sich bis ganz nach oben und arbeitete nebenbei ein bisschen für die Gilde. Also genau das, was er für uns auch vorgesehen hatte. Das hat auch sicher für Spannung gesorgt zwischen euch beiden. Er bildete sich mächtig was ein und wollte nicht auf seinen großen Bruder hören. Seit er zu Kailan gehörte, hat er nicht mal mehr mit mir geredet. Bald wurde der Ochse Kailans persönlicher Handlanger und tat alles, was der wollte. Er schlich vermummt herum, denn keiner sollte wissen, dass der Meisterkämpfer ein gemeiner Schläger war. Eines Nachts folgte ich dem Ochsen zu Kailan. Ich war besoffen und ich war wütend. Ich wollte dem Ochsen bloß sagen, wie gefährlich Kailan war. Er sollte weg von ihm. Kailan war da und er versuchte, dazwischen zu gehen. Ich ging auf ihn los und der Ochse wollte mich aufhalten. Als es vorbei war, da war der Ochse tot und meine Axt war rot von seinem Blut. Was ist dann passiert? Kailan stand bloß da und grinste. Wäre ich nicht so entsetzt gewesen, hätte ich ihn kalt gemacht. Dann bin ich abgehauen. Das erste Mal in meinem Leben. Und ich habe mich so volllaufen lassen, dass ich ein halbes Jahr nicht wieder nüchtern wurde. Kailan ist wirklich eine Schlange. Tut, was ihr tun müsst in der Arena. Aber lasst euch nicht dazu hinreißen, für die Schlange zu arbeiten. Durch den Tod von Ku, dem Glückspilz, habt ihr euch die Schlange zum Feind gemacht. Ich würde zu gern Kailans Gesicht sehen, wenn ihr Meisterkämpfer der Arena würdet. Noch lieber würde ich ihn allerdings töten. Ja, wir haben vielleicht noch mal eine Gelegenheit. Los, gehen wir jetzt. Genau, also wir halten natürlich zusammen. Fester Griff. Okay, wartet mal. Wir müssen auch mal wieder durchschauen. Haben wir ja schon längere Zeit nicht mehr gemacht, fällt mir gerade ein. Fester Griff. 8, Einschüchterung plus 8. Okay, lesen wir mal vor. Lovan, der Beschützer, arbeitete als Eintreiber für einen recht offen auftretenden Geheimbund der Händler und anderer Bürger im ganzen Reich. Der im ganzen Reich Schutz anbot. Gegen regelmäßige Bezahlung konnte er die erstaunliche Zahl von Unfällen, die sich ereigneten, deutlich verringern. Zufällig geschahen viele dieser Unfälle, wenn Lovan in der Nähe war, und er wurde sehr überzeugend darin, seiner Organisation mehr Umsatz zu verschaffen. Mit seinen Geschäftspraktiken verfeinerte sich auch sein Geschmack. Seine Vorliebe für auffälligen Schmuck führte schließlich dazu, dass er dieses Juwel erwarb. Als er dadurch eine wütende Menge von Händlern zu Tode kam, war bereits einige seiner Fähigkeiten in das Juwel eingeprägt worden. Ah. Seht ihr? Ich glaube, wir sind immer noch ganz gut dabei. Schadensschild. Dieses Juwel umgeht den Träger mit einer Windaura, die alle Angreifer schädigt. Die Wirkung hält an, solange das Juwel verwendet wird. Oh, das könnte vielleicht ganz cool sein, wenn wir jetzt
immer in der Arena stehen, wollte ich sagen. Ich habe jetzt bloß gelesen nebenbei noch. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 können wir ja machen. Stimmt, das war doch so, wie das Juwel aussieht. Wie der Kopf aussieht. Das Juwel jetzt genau, 5 Stück. Okay. Mit dem reden können wir nochmal. Habt ihr überlegt, eine Familie zu gründen? Ich glaube, das wäre ein bisschen zu tiefgreifend. Eine zu tiefgreifende Unterhaltung. Jetzt mal gucken. Wahrscheinlich werden wir zu der Schlange gar nicht mehr kommen. Ah doch, jetzt können wir mit ihm reden. Ich glaube, das machen wir auch gleich mal. Hallo? Warte mal, wie ging das nochmal? Man konnte das doch irgendwie umschalten. Ja, so. Was? Hat sich nichts verändert, seit ihr mich das letzte Mal gefragt habt? Es sei denn, ich war bewusstlos. War ich bewusstlos? Nein, wie sollte ich? Ich habe ja nichts getrunken. Oh ja, du bist bestimmt sehr enthaltsam, Schwarzer Wölfe, sind sehr enthaltsam. Wie? Er und eine Familie gründen, das kann ich mir jetzt gerade nicht so vorstellen, aber gut. Ich würde gerne hören, dass ihr bereit seid für euren nächsten Kampf. Aber hallo! Was braucht... Dieser nächste Kampf dürfte eine Kleinigkeit sein für euch. Ich möchte euch noch einmal gegen 4 Kämpfer antreten lassen. Das Publikum liebt so etwas. Okay. Diese 4 sind stärker als die Schüler, die ihr besiegt habt. Aber ihr schafft das schon. Okay, wir machen wieder mit dem Schwert, das geht schon. Seid ihr Schauen wir mal. Mit dem Schwert müssen wir die ja nacheinander relativ leicht erledigen können. Oh, jetzt findet das heraus. Wir haben ihn genau so aufgefunden. Ihr selbst? Starker Arm, der alte Stallknecht hat ihn gefunden. Er hat alle anderen draußen gehalten. Wir können ihm vertrauen. Was ist mit Ko? Wissen wir, wer es getan hat? Als ich ihn zuletzt gesehen habe, folgte er tobender Drache. Er hat den nächsten Kampf, oder? Er setzt die vorgesehenen Gegner durch unsere eigenen Leute und sorgt dafür, dass ihre Klingen mit dem Extrakt der schwarzen Orchidee eingerieben sind. Oha! Nicht einmal die uralte Magie dieses Ortes könnte ihr Gift neutralisieren. Wird erledigt. Was ist mit Ko, dem Glückspilz? Es sind hunderte von Leuten da, die den neuen Kämpfer sehen wollen. Wir können die Leiche unmöglich hier raustragen. Dann tun wir es eben nicht. Man muss immer mit den Möglichkeiten zurechtkommen, die man hat. Boah, was für ein abgebrühter Mistkerl. Oh! What the fuck? Wie krass. Okay, also wir haben uns, ja, also ich bin sehr froh über unsere Entscheidung, dass wir die Zusammenarbeit mit ihm abgelehnt haben. Blitzende Klingen und tödliche Anmut. Ah ja, wir sehen schon, da sind sie schon. Wir dürfen uns nicht möglichst nicht von ihnen treffen lassen. Ja, das kann ich auch. So, einen haben wir. Ja, toll. Seid doch froh mit eurer Vergiftung, ha? Aber wir haben ja schon gegen diesen einen Dämon gekämpft, der uns auch vergiftet hat. Das war ja zum Glück nicht so effektiv. Ja. Das sieht ein bisschen wie lebende Hand aus übrigens. Was der Gute da macht. Ja, dein Freund hakt sich da hinten erstmal fest. Das ist auch ganz gut. Na komm schon, gib die Deckung auf. Ich werde keinen schweren Angriff machen. Nein. Können ja mal ein bisschen hier loslegen. Ein bisschen die Stile durchschalten. Unser Standardstil macht ja auch schon relativ viel. Und. Ah. Ja, gegen Schwerter ist es immer schlecht, weil die Angriffsfolgen zu schnell sind. Und. Tja, auch wenn ihr geschummelt habt, hat euch nicht viel gebracht. Okay. Wieder j.bioware.com, okay. Ich weiß nicht, wer diese Männer waren. Ich hatte ganz andere Kämpfer für euch ausgesucht. Die gehörten nicht der Gilde an und vergiftete Klingen hatten sie erst recht nicht.
Tja, wer war das wohl? Und die Schutzmagie? Wurde die etwa auch außer Kraft gesetzt? Die Schutzzauber sind nutzlos gegen Gift. Dieses Problem haben wir leider nie in den Griff bekommen können. Das waren Kailans Männer, nicht meine. Ich möchte mich von dieser Sache so weit wie möglich distanzifizieren. Distanzifizieren? Ich gebe gut auf meine Kämpfer acht. Das müsst ihr mir glauben. Ja, dann macht das auch mal. Ich bin auch einer davon. Kurz bevor ihr heraufkamt, erhielt ich eine Mitteilung von einem der Gildenmänner außerhalb der Arena. Sie möchten sich entschuldigen. Aha. Ich glaube, Kailans Handeln hat ihre Erbilligung missregt. Missregt? Nach dieser Mitteilung braucht ihr dergleichen wohl nicht mehr zu fürchten, denke ich. Okay, das wird zu weit gegangen. Seid ihr sicher, dass sie so etwas nicht noch einmal versuchen werden? Vergesst bitte gleich wieder, dass ich das gesagt habe. Aber es gibt Meinungsverschiedenheiten zwischen Kailan und der Gilde. Er strebt nach mehr Macht und einigen Gruppierungen will das gar nicht gefallen. Sicher ist euch nicht wohl dabei, mittendrin zu stecken. Aber wie der Wetterkundige sagt, im Auge des Sturms ist man am sichersten. Naja, eigentlich nicht. Okay, aber ich würde sagen, Leute, die 20 Minuten sind wieder rum. Solltet ihr in den Straßen euren Namen hören, dann passt auf, dass euer Ego nicht gleich anschwillt, wie der Bauch von 11 aufgerissene Mäuler, dem Gott der unangemessenen Völlerei. Alles klar. Wir reißen uns zusammen, so gut es geht. Ja, wie immer danke ich euch fürs Zuschauen. Oh, was macht dein schwarzer Wirbelwind da? Wie immer danke ich euch fürs Zuschauen. Danke euch für eure Kommentare und danke euch für den Daumen nach oben. Ihr wisst, das freut mich immer sehr. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Jade Empire. Bis dahin. Tschö.